schnell like und abonniere jetzt innerhalb der nächsten 5 Sekunden, wenn du auch gehypt bist auf die Fortnite Season 11. In jedem meiner Videos gibt es ein richtig cooles Gewinnspiel für euch. Und auch in dem heutigen Video habe ich wieder ein richtig cooles Gewinnspiel für euch vorbereitet. Daher werde ich im Verlauf des Videos dir sagen, was du heute gewinnen kannst und wie du es gewinnen kannst. Und aus dem Grund empfehle ich dir auf jeden Fall, das Video heute vom Anfang bis zum Ende zu schauen. Denn dann verpasst du das Gewinnspiel auf gar keinen Fall. Es wäre wirklich schade, wenn du das Gewinnspiel verpassen würdest. Und am Ende dieses Videos werde ich auch noch mein letztes Gewinnspiel vom gestrigen Video auflösen. Vielleicht bist du ja der glückliche Gewinner, daher schau das Video heute auf jeden Fall bis zum Ende, dann verpasst du diese Dinge nicht. Nutzt du eigentlich schon meinen Creator-Code bei RipperYT? Falls nicht, dann nimm dir doch einfach ganz kurz 2 Sekunden Zeit, geh in dein Fortnite rein und trage meinen Creator-Code bei RipperYT in deinen Fortnite-Gegenstandshop ein. Das gesamte Geld, was ich mit dem Creator-Code einnehme, geht wieder in die Gewinnspiele und somit unterstütze die Gewinnspiele auf jeden Fall. Und nun würde ich sagen, starten wir auch schon mit diesem Video. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich zu einem neuen, freshen Fortnite-Video. In dem heutigen Fortnite-Video geht es um die Fortnite Season 11. Denn der Start zur Fortnite Season 11 ist nicht mehr lange hin und wir neigen uns schon langsam dem Ende der Fortnite Season 10. Heute geht es aber hauptsächlich um die Fortnite Season 11 Map, denn diese wurde jetzt schon geleakt. Die ersten Spieldateien zur Fortnite Season 11 wurden gefunden. Daher lohnt es sich auf jeden Fall heute in diesem Video dran zu bleiben und nun starten wir auch schon mit diesem Gewinnspiel, welches ich heute im Video vorbereitet habe. Ich hatte das Gewinnspiel ja gerade eben schon angesprochen. Auf jeden Fall verlose ich in dem heutigen Video 10 Euro an einen Zuschauer. Du hast also heute die Möglichkeit, 10 Euro zu gewinnen. Und wenn du diese an der Stelle jetzt gewinnen möchtest, dann lass einfach einen kostenlosen Like auf diesem Video da. Lass ein kostenloses Abo auf meinem Kanal da und schreibe mir jetzt einfach deinen Epic Games Namen in die Kommentare. Wenn du diese 3 Dinge getan hast, bist du mit dem Gewinnspiel dabei. Ich wünsche dir an der Stelle ganz viel Glück und nun machen wir weiter mit der Fortnite Season 11. Laut dem Season 10 Battle Pass startet die Fortnite Season 11 in 20 Tagen. Dadurch denke ich eben, dass die neue Fortnite Season 11 am 3. Oktober starten wird, da das eben ein Donnerstag ist. Denn in der Vergangenheit sind die meisten Seasons eben an einem Donnerstag gestartet und dadurch kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass eben die neue Fortnite Season 11 am 3. Oktober starten wird an dem Donnerstag. Darauf, der 10. Oktober, wäre viel zu spät, da würden die 20 Tage keinen Sinn machen, außer wir erhalten natürlich wieder eine Verlängerung von der Fortnite Season 10. Ist aber eher unwahrscheinlich, denn dazu wurde noch nichts in den Spieldateien gefunden. Falls wir aber doch wieder Verlängerungsherausforderungen erhalten sollten und die Fortnite Season 10 wieder verlängert wird, würde es auf meinem Kanal dazu auf jeden Fall ein Video geben. Bisher habe ich aber auf dem Schirm den 3. Oktober, zudem ist eben der 3. Oktober auch ein Feiertag. Und zwar feiern wir da nämlich den Tag der deutschen Einheit. Somit würde der 3. Oktober für Fortnite selbst natürlich echt viel Sinn machen. Denn wir feiern an dem Tag dann natürlich den Tag der deutschen Einheit und die meisten haben ja an einem Feiertag auch frei. Vor allem die ganzen Schulen sind geschlossen und somit sind die meisten jüngeren Leute natürlich zu Hause und haben Zeit. Dadurch könnten sich alle auf das neue Fortnite-Update konzentrieren und könnten somit dann direkt die neue Fortnite Season 11 live miterleben und live auch anzocken. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein ganz klarer Grund, warum der 3. Oktober wirklich der Tag sein sollte, an dem dann die Fortnite Season 11 starten wird. Falls die neue Season dann wirklich am 3. Oktober starten sollte, wird sie auf jeden Fall um 10 Uhr starten. Beziehungsweise gehen die Server wieder offline um 10 Uhr, genauso wie in allen anderen vergangenen Seasons. Und nach 1, 2 oder 3 Stunden werden wir dann wieder zocken können und haben dann die Fortnite Season 11. Ich denke mal, jeder von euch hat schon mal so ein Fortnite Season Update miterlebt. Falls ja, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare und vielleicht auch welche Season. Zudem wird die neue Fortnite Season 11 am 1. Dezember wieder enden. Das wurde auch schon in den Spieldateien gefunden und wurde dann von @hypex auf Twitter geleakt. Was mir da auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass die Fortnite Season 11 auf jeden Fall eine sehr kurze Fortnite Season wird, denn meistens gehen die Seasons ja eigentlich so 2,5 Monate, manche auch so 3 Monate, aber diese geht tatsächlich dann nur so knapp 2 Monate. Naja, also wird am 1. Dezember dann auf jeden Fall die neue Fortnite Season 12 starten, aber um diese geht es heute nicht, sondern um die Fortnite Season 11. Und zwar hauptsächlich um die Fortnite Season 11 Map und ich würde sagen, wir springen jetzt auch direkt zur Fortnite Season 11 Map rüber, denn mit dem letzten Update 10.3.0 sind sehr interessante Spieldateien zur Fortnite Season 11 Map aufgetaucht. Und zwar wurden nämlich 12 neue Städte in den Spieldateien gefunden, die uns demnächst auf jeden Fall erwarten werden. Für die 12 neuen Städte gibt es insgesamt 2 Möglichkeiten, die ich mir so selber überlegt habe. Die erste Möglichkeit ist, dass die neuen 12 Städte, die jetzt in den Spieldateien gefunden wurden, für die Fortnite Season 11 Map sein werden.
werden, sodass wir mit der neuen Season eine komplett neue Map erhalten werden, was sich ja mittlerweile auch wirklich unglaublich viele Fortnite-Spieler wünschen. Denn die alte Map wird in meinen Augen echt langsam langweilig. Natürlich erhalten wir immer wieder Veränderungen und auch jetzt jede Woche mit einem Update gibt es irgendeine Veränderung. Aber diese ganz große, einmalige Veränderung mit einer neuen Fortnite-Map fehlt einfach. Und eine neue Fortnite-Map würde natürlich wieder Abwechslung ins Spiel bringen und vor allem eine komplett neue Map, wo wir vielleicht einfach mal irgendwo komplett anders sind. Viele hatten sich ja eine Mondmap für die Fortnite Season 10 gewünscht. Auf diesen Wunsch wurde leider nicht eingegangen. Daher würde ich mir wünschen, dass jetzt wirklich mal auf die Wünsche von den Fortnite-Spielern eingegangen wird zur Fortnite Season 11 und wir dann letzten Endes eine neue Map erhalten werden. Das Konkurrentenspiel PlayerUnknown's Battlegrounds, was ja auch der ein oder andere von euch auf jeden Fall kennen wird, hat mittlerweile schon mehrere Maps und ist weitaus nicht so bekannt wie Fortnite. Daher finde ich, sollte Fortnite auf jeden Fall mittlerweile mal nachlegen und auch eine neue Map bringen. Ich denke, dass eine neue Map die Spielerzahlen von Fortnite auf jeden Fall mal wieder steigern würde und somit würde dann Fortnite auch mal wieder besser bei allen ankommen. Die zweite Möglichkeit für die neuen 12 Städte ist, dass wir die Städte noch in der Fortnite Season 10 jetzt erhalten werden. Die Fortnite Season 11 ist ja jetzt noch 20 Tage hin, also noch ein ganzes Stück und somit könnte ich mir auch vorstellen, dass wir eben diese Städte, die jetzt auf jeden Fall in den Spielerzahlen aufgetaucht sind, noch in der Season 10 erhalten werden. Denn mit jedem Update erhalten wir eigentlich eine neue Stadt aus den älteren Seasons wieder zurück. Natürlich sind die Städte dann immer abgeändert, so wie zum Beispiel auch Moisty Palms oder Greasy Grove, mit dem, dass man die ganze Zeit am Tanzen ist und dem Taco-Laden. Aber an sich sind das ja alte Städte, die eben neu gemacht wurden, die wir jetzt wieder zurückgehalten haben. Das ist eine Möglichkeit, aber ich muss sagen, auf dem Wege denke ich nicht, dass diese Städte kommen werden, denn ich denke persönlich, dass sie durch ein Live-Event kommen werden. Da wir an sich nämlich auf der Fortnite-Karte auch 21 Städte haben und 12 wurden jetzt in den Spielerteilen gefunden, somit hätten wir knapp die Hälfte, die wieder erneuert werden und die anderen Städte bleiben einfach so, wie sie sind oder wie. Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, aber ich habe da eine andere coole Theorie. Denn bei Dusty Depot ist auf dem letzten Depot das Gerüst aufgetaucht, welches ich auch schon im letzten Video angesprochen hatte. Und dort wird mit dem nächsten Update auf jeden Fall die Rakete auftauchen, die wir aus der Fortnite Season 4 kennen. Denn in der Fortnite Season 4 hatten wir mit der Rakete ein richtig cooles Live-Event. Dort kam der Besucher nämlich mit einem Meteoriten aus Versehen auf die Fortnite-Map. Doch dieser wollte dann natürlich wieder in seine Welt zurück und das Ganze wollte er dann mit der Rakete versuchen. Doch bei dem Versuch kamen die Risse zur Fortnite Season 5 zustande. Wir hatten dann viele coole neue Sachen erhalten, aber an sich klappte das Ganze mit der Rakete eben nicht. Als das mit den Rissen passierte, konnten wir Fortnite-Spieler auch live zuschauen. Als das mit den Rissen passierte und dieser Raketenstart war, konnten wir Fortnite-Spieler auch live zuschauen. Daher würde ich sagen, blende ich an der Stelle jetzt einfach mal das Live-Event ein aus der Fortnite Season 4 mit der Rakete. In meinen Augen war das eines der coolsten Live-Events aus ganz Fortnite. Und jetzt in der Fortnite Season 10 werden wir sehr wahrscheinlich ein ähnliches Live-Event wieder erhalten, da die Rakete ja jetzt eben im nächsten Update dann wieder auftauchen wird bei Dusty Depot. Generell sind ja viele Sachen aus den älteren Seasons wieder aufgetaucht. Ich meine, schauen wir uns mal ganz kurz den Battle Pass an. Der schwarze Ritter ist wieder zurück und ganz viele andere Skins aus der Fortnite Season 5 oder Fortnite Season 2. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Fortnite einfach in der Fortnite Season 10 alles aus den älteren Seasons nochmal vermischt und einfach hier jetzt kreuz und quer reinhaut in die Season. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Und dass der Besucher eben auch mit der Rakete zurückkehren wird, steht natürlich jetzt auch fest. Denn in den Spielerteilen wurde ja eben ein neuer Blockbuster-Besucher-Skin gefunden. Den hatte ich euch ja auch schon in einem meiner letzten Videos gezeigt. Aber er hat sich natürlich seit der Fortnite Season 4 ein ganz bisschen verändert. Er sieht in meinen Augen so aus, als hätte er irgendwie mehr im Fitnessstudio verbracht, mehr Zeit oder vielleicht auch zu Hause vorm Fernseher und hätte ein bisschen mehr Pizza gegessen. Ich denke, die zweite Sache haut da auf jeden Fall eher hin, wie ich finde.
In jeder Fortnite-Season hatten wir bisher eigentlich ein Live-Event. Ich meine, in der Fortnite-Season 9 war das ja eben der Kampf zwischen dem Doggus-Roboter und dem Katis-Monster. Somit werden wir in der Fortnite-Season 10 auf jeden Fall auch noch ein Live-Event erhalten. Und da eben sich von Update zu Update jetzt das da eben ändert bei Dusty Depot, kann ich mir vorstellen, dass das eben dieses Live-Event sein wird, worauf wir alle jetzt gerade in der Fortnite-Season 10 warten. Bei dem Live-Event denke ich, dass die Rakete irgendwie wieder starten wird, dabei dann die Map verändern wird und die neuen Städte, die eben jetzt in den Spielteilen gefunden wurden, wieder hinzugefügt werden. Bei dem Live-Event denke ich, dass es so sein wird, dass die Rakete, die eben im nächsten Update auftauchen wird, wieder starten wird mit dem Besucher, der sich jetzt eben so extrem verändert hat und dann eben bei diesem Raketenstart die Map wieder unglaublich verändert wird und die ganzen neuen Städte, die jetzt in den Spielteilen gefunden wurden, hinzugefügt werden zur Fortnite-Karte. Dabei würden natürlich auch andere Städte entfernt werden, welche genau, keine Ahnung, ist wie gesagt nur eine Theorie. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Theorien habt zu den neuen Städten, die jetzt in den Spielteilen aufgetaucht sind. Vielleicht könnt ihr meiner Theorie ja zustimmen oder habt eure eigene Theorie. Schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt und versuche mir auch jede Theorie von euch durchzulesen. Das sind auf jeden Fall meine beiden Theorien für die neuen geleakten Fortnite-Städte. In der nächsten Zeit wird es dazu auf jeden Fall noch, denke ich, ein paar mehr Spielanteilen geben und dann werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Daher vergesst jetzt nicht, bei meinem Gewinnspiel mitzumachen und natürlich diesen Kanal hier kostenlos zu abonnieren, einen Like auf diesem Video dazulassen und natürlich auch die Glocke zu aktivieren. Und vergiss jetzt auch nicht, natürlich deinen Epic Games Namen in die Kommentare zu schreiben, damit du beim Gewinnspiel mitmachst. Und ansonsten löse ich jetzt noch kurz das Gewinnspiel auf von meinem letzten Video und dann sehen wir uns auch nämlich gleich schon im nächsten Video. Das letzte Gewinnspiel von meinem gestrigen Video hat Neuel24568 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Gewinn und nun würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin gespannt auf eure Theorien. Euer Reapers. GBO. Ciao, ciao.